Ist der Patient für eine Augenlaseroperation nicht geeignet, sprich die Hornhaut ist zu dünn, der Sehfehler ist zu groß oder die Hornhaut ist irregulär aufgebaut, dann kommen sogenannte Augenlaseralternativen zum Einsatz. Man kann sogenannte Fackellinsen implantieren, das sind Zusatzlinsen zu der natürlichen Linse, oder man kann einen Linsentausch durchführen, das ist eine zeitlich vorgezogene graue Star-Operation, in dem die natürliche Linse entfernt wird und anstelle der natürlichen Linse kommt ein modernes Implantat. Wir unterscheiden viele unterschiedliche Implantate, mit denen wir sowohl die Hornhautverkrümmung korrigieren können, wie auch die Alterssichtigkeit mit sogenannten multifokalen Implantaten.